Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension. Heute soll es um den neuesten Teil der Sieben-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley gehen, und zwar die verschwundene Schwester. Das Ganze habe ich als Hörbuch gehört, ist im Hörverlag erschienen und wird gesprochen von Oliver Siebeck, Sabine Arnhold, Monika Oschek und Thomas Holländer, wovon ich nur die ersten beiden Sprecher kannte. Die haben schon öfters Lucinda Riley vertont. Und bei mir war das Hörbuch eingegangen, kurz bevor man erfahren hat, dass sie gestorben ist. Es war für mich ein ziemlicher Schlag, denn ich wusste noch nicht mal, dass sie krank war. Und ich habe es jetzt gehört. Ich muss zu der Sieben-Schwestern-Reihe sagen, dass ich sonst eher Fan von den Einzelbänden von Lucinda Riley bin. Es gab schon Bände, gerade auch der vorherige, der mich wirklich begeistern konnte, als es um Elektra ging. Aber es gab auch Bände, die ich sehr schwach fand. Und als ich dann gesehen habe, dass dieses Hörbuch über 20 Stunden Laufzeit hat, war ich schon ein wenig, zwiegespalten, ob es dann was für mich sein könnte. Und ich muss sagen, mich hat die Geschichte einfach total begeistert. Es geht jetzt ja darum, dass es noch eine verschwundene Schwester gibt, wo wenig Informationen zu da sind. Und der Anwalt vom Parside, Georg Hoffmann, teilt dann den Schwestern halt mit, also den Namen der wahrscheinlich verschwundenen Schwester und ein Foto eines Schmuckstücks, eines Rings, den sie in ihrem Besitz haben muss und aufgrund dessen die Schwestern sie als die verschwundene Schwester identifizieren können. Und so begeben verschiedene Schwestern sich auf den Weg, denn die Mutter der wahrscheinlich verschwundenen Schwester ist gerade auf einer Weltreise und versucht sich immer geschickt den Schwestern zu entziehen, da sie sich dadurch bedroht fühlt, dass sie verfolgt wird. Und was kann ich euch noch erzählen, ohne zu viel zu verraten? Auf jeden Fall führte sie in ihrer Suche nach der Mutter, die halt diesen Ring im Besitz hat, nach Neuseeland, Kanada, England, Frankreich und Irland. Dadurch kommt man natürlich selbst weit rum in der Welt. Und ich fand die Geschichte einfach wahnsinnig toll, weil jede der Schwestern noch so ihren Anteil hatte, wo man dann auch noch wieder erfahren hat, wie sie heute leben, nachdem sie ja alle schon ihren eigenen Teil in der Geschichte hatten. Und ich fand die Geschichte um diese verschwundene Schwester sehr mysteriös und sehr interessant und kann euch das Hörbuch absolut empfehlen. Es war zwar sehr lang, aber meiner Meinung nach hatte es trotzdem nicht wirklich Längen. Es war wirklich ein absolutes Hörvergnügen und ich hoffe sehr, dass der achte Teil jetzt trotzdem noch erscheint. Der soll ja laut dieser Aussage, aber die war ja gemacht, bevor sie gestorben ist, Herbst, Oktober 22 erscheinen. Und der Verlag hat ja schon verkünden lassen, dass es im Moment noch in den Sternen steht, ob der Teil erscheinen kann. Ich hoffe es natürlich sehr, denn ich möchte natürlich auch einen richtigen Abschluss der Reihe. Und es war hier auch noch wieder eine schöne Liebesgeschichte mit drin. Ich möchte jetzt aber gar nicht verraten, um wen es hier geht. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Und insgesamt habe ich mich hier entschieden, auch wenn es am Anfang so ein bisschen Startschwierigkeiten für mich gab, habe ich mich trotzdem für 5 Sterne entschieden, da ich den Teil einfach sehr gelungen fand, weil er sehr abwechslungsreich war. Jede Schwester hatte noch ihren Teil und es kam noch eine neue Geschichte dazu. Das hat mir halt sehr gut gefallen. Und ich bin auch froh, dass ich alle Teile als Hörbuch, als CD habe.
Das ist auch die einzigste Reihe, die ich als Hörbuch komplett habe. Ich habe alle Teile gehört, auch die Einzelteile habe ich alle gehört und habe auch alle als physische CD da. Das sind aber auch so meine einzigsten Hörbücher, auf die ich Wert lege, dass sie in meinem Regal sind. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat die Rezension geholfen und gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über eure Kommentare. Und von mir gibt es auf jeden Fall eine Lese- und Hörempfehlung. Und ja, schreibt mir doch gerne, ob ihr das Buch schon gehört oder gelesen habt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.